So, guten Morgen. Letzter Tag der Woche, aber mit Sicherheit nicht der langweiligste. Davon kann man jetzt schon ausgehen. Wir haben heute die Non-Farm-Payrolls um 14:30 Uhr. Das hat Potenzial, den Markt stark zu bewegen. Handeln werden wir das, wenn es zu einem Trade kommen sollte, voraussichtlich erst um 15:30 Uhr. Nur wenn es eine ganz extreme Bewegung geben sollte, schon vorher, werde ich in Aktion treten. Wir werden aber um 14:30 Uhr natürlich am Rechner sein und uns das ganze Spektakel live ansehen. Um 14 Uhr ist dann auch ganz klassisch, wieder abzuklären. Cotton handelt ja freitags nicht. Da, sind wir sowieso auch im Aufwärtstrend noch, aber handelt freitags sowieso nicht die Strategie, da pausiert sie. Sie handelt immer nur montags, dienstags, mittwochs, donnerstags. Das heißt, das ist um 14 Uhr nicht spruchreif, aber Coffee würde freitags handeln. Da sind wir im Moment aber auch im zweiwöchigen Aufwärtstrend per Definition. Von daher eher unwahrscheinlich, dass es dort einen Trade geben wird, aber Gott weiß, wo wir nachher stehen werden. 14 Uhr ist das auf jeden Fall abzuklären. Und ganz wichtig, ich habe hier schon den Goldpreis offen. Im Moment noch angeschlagen und das kann durchaus auch durchrutschen. Wenn die 1300er Marke fallen sollte, dann wird es wahrscheinlich im Gold nochmal ungemütlich. Aber Silber ist ja grundsätzlich die Intention, tief reinzukommen in den Markt. Und da werde ich, gerade an Freitagen ist das ganz interessant, die Edelmetalle long zu handeln. Klappt nicht immer und natürlich an so Payrolls-Tagen kann da auch alles Mögliche passieren. Aber es bringt halt auch starke Ausschläge mit sich. Und ja, vielleicht sackt Silber mal zwischenzeitlich kräftig ab, dann würde ich dort einen Versuch unternehmen. So die Region 1570, 1569, 1570 ist vorgesehen für einen Einstieg. Schaut jetzt weit weg an, aus. Aber das kann ganz, ganz schnell gehen, weil wenn Silber mal in Bewegung kommt, dann sehr heftig. Gestern ja im S&P aus dem Short Trade, der bei 2666 ja, vor ziemlich genau einer Woche, vergangenen Freitag aufgemacht wurde, ausgestiegen. 2340 Dollar Gewinn waren das dann nach Gebühren. Grundszenario Short Mai, Juni, diese Zeit, also Erholungen zu shorten, auf eine Abschwächung zu setzen in diesen beiden Monaten. Wann genau die dann sich wirklich ausbreitet, lässt sich nicht präzise sagen, aber das ist absehbar gewesen anhand der Intermarkets, dass da die Short-Seite Trumpf ist. Das Grundszenario bleibt bestehen. Was wir aber gestern wieder gesehen haben, wir waren zwischenzeitlich ja sogar, nachdem ich ausgestoppt wurde, waren wir ja sehr, sehr weit schon unter der 2610. Das ist so ein wirklich ein heftiger Ankerpunkt für den Markt. Immer wieder bei 2610 hat es sich zumindest per Tagesschlusskurs stabilisiert. Intraday gab es immer wieder Absacker, nächtliche Absacker unter dieses Niveau, aber per Tagesschluss lagen wir dann immer wieder darüber. Ist auch jetzt wieder so gewesen. Wir waren zwischenzeitlich bei 2591, glaube ich, war das Tief und sind dann auf 2630 wieder raufgegangen. Insofern, naja, wir müssen mal gucken, wie das dann heute ausschaut, aber war das ausgestoppt werden jetzt nicht kompletter Käse. Natürlich hätte man da, man kann bei fast jedem Trade mehr rausholen im Nachhinein, aber wir wollen uns nicht im Nachhinein reich rechnen und auch nicht arm, sondern das habe ich ja gestern auch schon gesagt. Das würde mich wundern, wenn so eine Bewegung mal ohne dieses Herausgeschägere ablaufen würde. Ist ein völlig normales Prozedere. Deshalb es ist wichtig, dass ich durch einen Forecast eine klare Entscheidungshilfe habe, die mir die Richtung vorgibt. Die wird nicht immer richtig sein. In einem von vier Fällen, in 25% der Fälle, ist der Forecast eben, taugt die Prognose nichts. Dann läuft es eben seitwärts oder sogar ein bisschen in die Gegenrichtung. Aber ich brauche eine klare Entscheidungshilfe, die mir sagt, okay, jetzt die nächsten 4 Wochen oder die nächsten 6 Wochen tendenziell immer wieder Erholungen shorten, immer wieder Short-Einstiege suchen, Ausbrüche nach unten Short handeln. Das ist schon sehr hilfreich, dass ich dabei natürlich am Ende immer wahrscheinlich Bilanz ziehen kann und werde und dabei rauskommt, man hätte es besser machen können, ist doch völlig klar. Aber gegenüber dem, was die meisten machen,
jetzt nicht bezogen auf euch, aber die meisten da draußen stochern einfach im Nebel, machen mal dies, machen mal das, haben überhaupt keine Ahnung. Ich muss immer wieder so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, wenn ich auch daran denke, was ich früher so faszinierend an Trading fand. Ich fand das faszinierend, dass ich morgens nicht weiß, was sich am Tag ergibt. Und das ist ja fast das Gegenteil von dem, was ich heute mache. Heute weiß ich sehr genau, wann ich was mache. Ich weiß auch, wie ich mich in diesen Situationen zu verhalten habe. Ich weiß aber natürlich auch, dass das nicht immer hinhaut. Aber dieses, mal gucken, was sich ergibt, ich halte nichts davon. Aber wer damit erfolgreich ist, klar, der soll das beibehalten. Ich halte, für mich persönlich wäre es nichts, aber das ist ja, wir haben ja auch in den letzten Tagen einige Male darüber gesprochen, oder ich hatte es ja schon einige Male gesagt. Das ist ja das Interessante und Gute an der Börse, dass es eben nicht ein ultimatives Richtig gibt und alles andere ist falsch, sondern man kann Märkte, ein und denselben Markt, in ein und derselben Bewegung kann man ihn mit unterschiedlichen Techniken handeln. Der eine kann Long handeln, der andere kann Short handeln. Selbst im stärksten Bullenmarkt kann jemand auf der Short-Seite immer wieder Geld verdienen, wenn er da rein scalpt, wenn er kurzfristige Korrekturen handelt, wenn er ein gutes Timing hat. Also das ist ja das Spannende, dass es eben nicht ein richtig gibt und alles andere ist falsch, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen. Die eine wird mal lohnender sein, dann wieder weniger lohnt, aber entscheidend ist, dass es am Ende im Ergebnis stimmt. Und wir schauen mal auf die Equity der abgeschlossenen Trades in diesem Jahr. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen was auch laufen. Die abgeschlossenen Trades sind 23,4% vorne. Hier die Gewinn- und Verlustverteilung. Auch da sieht man wieder das klassische Phänomen. Gewinne und Verluste wechseln sich ab. Gute Phasen, also schlechte Phasen, gute Phasen wechseln sich ab. Hier Drawdown, Gewinnphase, Drawdown, Gewinnphase, Drawdown. Hoffentlich auch anhaltende Gewinnphase, ist aber nicht so einfach. Und manche Sachen, manchmal ist es so, dass bestimmte Entwicklungen, wenn ich zum Beispiel auf Swing-Basis etwas handle, dass das halt länger braucht und dass mir dann in dieser Zeit die kurzfristigen Trades oder also die Day-Trades oder die kurzfristigen Swing-Trades, dass die mir quasi die langatmigeren Trades finanzieren, gegenfinanzieren. Das ist phasenweise einfach so. Schwerpunkt wird heute eben auf dem Nachmittag liegen, wie schon gesagt. Ab 14 Uhr wird es da spannend. Vorher wird sich am Markt meiner Meinung nach jedenfalls auch nicht viel tun. Wir werden natürlich sofort etwas machen, wenn sich akut etwas ergibt, aber das mutet eher so an, dass das ein ruhiger Vormittag wird. Es ist 14 Uhr. Wir haben im Cotton ja heute sowieso die Seitenlinie gepachtet, weil freitags handelt das Baumwoll-Setup nicht. Und wir haben auch bei Coffee keinen Trade. Haben auch bei Coffee keinen Trade, weil wir da im Aufwärtstrend noch per Definition sind. Und jetzt steuern wir auf den wichtigsten Termin der Woche zu. Mal schauen, ob der auch wirklich so spannend wird für die Märkte. Die Non-Farm Payrolls um 14:30 Uhr werden die berichtet. Wir werden uns das dann hier live anschauen, wie der Markt unmittelbar danach reagiert. In Aktion werde ich treten, wenn es denn zu einer Aktion kommt, erst ab 15:30 Uhr. Unmittelbare Reaktion nach den News ist naturgemäß ja sehr emotional. Sind viele Retail-Trader auf jeden Fall dabei, die da Positionen geben, ausgestoppt werden oder auch in den Markt hektisch rein wollen. Und das, was dann später passiert in der Kassahandelszeit, ist
hat eher Potenzial, nachhaltig zu sein, weil da ist dieses Überraschungsmoment weg. Die Panikattacken, die großen, naja, die sind nicht so sehr da. Was man natürlich dort schon auch noch hat, ist, es gibt da natürlich schon auch noch Aktionen in den ersten Minuten aus dem Aktienmarkt von den privaten Händlern, von all denjenigen, die eben vorbörslich, vielleicht schon gestern Abend oder halt heute vorbörslich bezogen auf die amerikanischen Märkte wohlgemerkt, ihre Aktien verkaufen oder eben kaufen wollen, diese Orders in den Markt geben. Das wird natürlich direkt am Anfang abgearbeitet. Dadurch ist es durchaus mal so, dass die ersten Minuten es vielleicht in eine Richtung zieht, die es dann am Ende des Tages doch nicht nachhaltig gibt. Aber abgesehen davon kann man tatsächlich eigentlich sagen, ist die Kassehandelszeit einfach sehr oft sehr trendig für dieses News-Event oder nach diesem News-Event. So, jetzt haben wir noch 12 Minuten, bis die NFP-Daten kommen. So lange gedulden wir uns und dann schauen wir schon mal, kriegen wir schon mal so einen ersten Eindruck, was heute so passiert. So. Gleich kommen die Daten. Ist ein recht komplexer Bericht mit vielen verschiedenen Kennziffern. Das, worauf ich schwerpunktmäßig achte, ist die Arbeitslosenquote. Aber da gibt es natürlich, ja, den Bericht kann man natürlich richtig auseinanderklabustern und kann schauen, da gibt es die neu geschaffenen Stellen und so weiter. Also ist ein recht komplexer Bericht. Ich glaube, 56 Seiten lang, zumindest der, den ich mal gelesen habe, war 56 Seiten lang, ist aber natürlich völlig an der Realität vorbei, dass man sich als Trader dann diesen Bericht anschaut und durchliest und dann alles interpretiert. Das ist natürlich absurd, das zu glauben, dass das so ablaufen wird. Von daher, ich glaube, man muss da gar nicht viel interpretieren in solche News, sondern einfach verstehen, welche News wichtig sind, wann welche Marktteilnehmer wie agieren, und dann wird man es in Summe schaffen, sich da ganz smart durch diese einzelnen News-Events zu traden. Gerade bei den Non-Farm-Payrolls ist es, glaube ich, ein großer Vorteil, dass diese Daten vor Beginn des Kassehandels kommen. Wir haben ja FOMC-Meetings, haben wir diese Woche auch gehabt. Da kommen halt die Announcements um 20 Uhr unserer Zeit. 14 Uhr US-Zeit, das ist halt mitten in der Handelssitzung, 2 Stunden vor Handelsende. Das ist natürlich eher dazu angetan, dass es da mal so ein bisschen wild schwankt, unkontrolliert schwankt. Hier haben wir das tendenziell eher nicht. Das ist ein großer Vorteil, dass die Panikattacken, wenn sie denn kommen, schon vorher stattfinden. Ja, hier haben wir jetzt natürlich auch, also die Ausschläge sind natürlich gigantisch hier. Es ist herzlich wenig bis dato. Aber es sind ja auch erst die ersten 60 Sekunden rum. In Aktion werde ich erst, wie gesagt, um 15:30 Uhr treten. Es gibt ein Setup, was auch schon früher handelt oder handeln würde. Aber das trade ich in einer solchen Phase jetzt nicht. Hat ganz einfach den Hintergrund, dass es ein Counter-Setup ist und wir, ja, stehen vor einer, oder stehen in einer, sind in einer Phase und stehen auch wieder vor einer Phase, in der es eher davon auszugehen ist, dass wir da ja, deutliche Ausschläge bekommen werden, dynamischer werden im Markt, und von daher ist das für mich
aktuell nicht interessant, dass Countertrends zu handeln. So, wenn ich ein bisschen stocke beim Reden, liegt das daran, dass ich immer während des Handelstages die Märkte natürlich verfolge und auch handle. Das nicht nur in diesem Konto, sondern halt auch in anderen Accounts. Und da ist halt einfach auch Konzentration angesagt. So. Gut, ich schaue gerade mal, wonach das heute ausschaut für den S&P, in welche Richtung es da möglicherweise gehen wird. Lässt sich jetzt noch gar nicht sagen, weil wir jetzt eigentlich kaum eine Veränderung gegenüber gestern 22 Uhr haben. Von daher können wir jetzt noch gar nicht sagen, was das geben wird. Man darf gespannt sein. Also um 15:30 Uhr sind wir da schon ein Stück weiter. Aktuell auf diesem Niveau kein Handlungsbedarf. So, wir haben die Arbeitslosenquote in den USA. Die Schätzung, also letztes Mal hatten wir 4,1%, die Schätzung war 4% und wir haben jetzt 3,9% bekommen. Wir haben ja, ihr könnt das auch im Research-Bereich nachschauen, diejenigen, die da Zugang haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, welchen Charakter die Arbeitslosenquote hat oder welche Auswirkungen extrem niedrige Arbeitslosenquoten für den Aktienmarkt haben. Das sind also doch sehr, sehr positiv ausgefallene Daten, überwiegend jedenfalls. Stundenlöhne ein bisschen zurückgegangen. Ja, also normalerweise kann man sagen, so bei 4% ist das kritische Niveau erreicht. Normalerweise gibt es, sind die Landschaften dann so blühend in den USA, dass wir dann die Sorge im Markt erleben, dass es aggressivere, schnellere Zinserhöhungen gibt. Also hier gab es in der Vergangenheit dann schon durchaus sehr, sehr kräftige Abverkäufe aus solchen Situationen heraus. Wir sind mal gespannt, wie das heute vonstatten geht. Wenn man sich daran orientiert, jedenfalls an der Arbeitslosenquote und deren spiegelbildlichen Verhältnis zu dem Aktienmarkt, dann müsste das tendenziell eher Potenzial haben, dass der Markt in nächster Zeit absinkt. Ob das jetzt heute dann schon direkt den Abverkauf gibt, wissen wir aber nicht. Aber im Normalfall ist es so, dass es auf eine weiter absinkende Arbeitslosenquote gen Süden geht. Wir dürfen gespannt sein. So. Zunächst mal der Blick über die einzelnen Märkte drüber. Ja. Ja, zunächst bleibe ich an der Seitenlinie. Kann sein, dass wir im späteren Verlauf noch etwas machen.
eventuell später im Nasdaq oder im S&P. Dazu dann aber zu gegebener Zeit mehr.